Ey Freunde und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ich möchte euch einfach nochmal meine absolute Lieblingskarte zeigen. Ich habe schon mal ein Top 10 Video gemacht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und da seht ihr auch, das hier ist wirklich meine mit Abstand liebste Karte. Und zwar handelt es sich hier um die LE3 Jedi Ritter aus der allerersten Force Attack Serie. Nämlich der Clone Wars Serie 1 natürlich. Damals, ich möchte kurz eine Geschichte erzählen, war das nämlich immer so, ich wusste als Junge damals, wo ich gesammelt habe, nicht, dass diese Karte existiert, aber es war immer so dieser Mythos, dass angeblich eine 3-Sith-Karte und eine 3-Jedi-Karte existiert. Ich weiß nicht, woher das Gerücht kam, das gab es bei uns in der Grundschule. Damals war wirklich jeder, selbst die Mädchen, jeder hatte damals diese Karten gesammelt. Und eines Tages hatte einer diese Karte am Start und ich war so geflasht damals, dass es wirklich so diese 3-Jedi-Ritterkarte gab. Ich habe damals gefühlt alle meine Karten dann getauscht gehabt gegen diese Karte und hatte sie dann, habe sie dann noch irgendwie wieder vertauscht. Aber auf jeden Fall für mich die legendärste Karte, generell auch super nostalgisch und die Karte ist auch einfach geil. Es ist, glaube ich, sogar die einzige LE, wo wirklich mehrere Charakter draus sind. Ich meine, das haben die danach ja nie wieder gemacht und dann das macht auch die Karte schon so richtig geil. Ich habe die Karte natürlich mehrmals, auch in Deutsch, meistens natürlich hier in einem sehr schlechten Zustand. Was ich aber jetzt auch neuerdings in meiner Sammlung habe, und da gehen erstmal ganz dicke Grüße raus an einen Kollegen von mir, David, fühle dich auf jeden Fall gegrüßt. Er hat nämlich diese Karte zu Weihnachten geschenkt, beziehungsweise zum Geburtstag. Das liegt bei mir nicht weit auseinander. Und es war so ein Geschenk von ihm an mich. Mega geil, meine absolute Lieblingskarte. Einfach auch Limited Edition hier in Englisch, in einem echt für Serie 1 guten Zustand. Whitening ist so immer mit dabei, aber dafür ist der Zustand echt top so. Und ja, auch legendär natürlich die Karte in Englisch zu haben. Deutsch bleibt für mich natürlich besser, aber es ist trotzdem auch für die Sammlung einfach geil, das Exemplar in Englisch zu haben. Und ich übertreibe nicht, ich habe es mir letztens auch nochmal zugelegt. An der Stelle nochmal Grüße an einen anderen David, an den von Instagram, David Nachreiner aka Eagle. Von ihm habe ich nämlich die zweite englische Karte nochmal gekauft, auch wieder in einem echt soliden bis guten Zustand für Serie 1. Und jetzt habe ich sie tatsächlich zweimal in Englisch. Ich glaube, aktuell auf eBay habe ich kein anderes Angebot von der englischen Karte gefunden. Ich würde jetzt mal sagen, in einem guten Zustand auf Deutsch, 30 Euro so, also wir reden wirklich von einem guten Zustand und die englische wahrscheinlich sogar 40 bis noch mehr, weil es gibt wirklich keine Angebote, das heißt, die ist schon auch nochmal deutlich seltener in Englisch als in Deutsch. Und mein letzter Piece, den ich mir gekauft habe, ist, was ihr auch schon im Thumbnail gesehen habt, nämlich die gegradete Karte von hier, Platin Grading Service, die Republik Jedi Ritter, 7,5, einfach geil. Ich finde es mega nice, ich liebe so gegradete Karten schon auch und dafür habe ich echt sehr viel Geld bezahlt, aber für mich war es das Ganze wert. Zum Thema Grading wird demnächst noch was kommen, ich werde nämlich tatsächlich selber Karten zum Grading schicken, da freut euch auf jeden Fall demnächst mal auf ein Video. Wir können uns hier mal anschauen, Centering 8,5, echt solide, Edges 6, Edges sind eben hier die Bewertung, da sehen wir halt hier, ja, das ist halt Serie 1 technisch schon mit Whitening, deshalb ist es am schlechtesten. Corners sind bei der Karte echt gut. Also 7 ist für Serie 1 schon echt stark. Und dann natürlich Surface, die Oberfläche, auch mit einer 8 sehr gut. Und reiße ich jetzt zu meinem Zero the Hut dazu. Wunderschön. Hier nochmal gegradete Version. Zweimal die englische Version und auch noch viermal die deutsche Version. Für mich mit Abstand die beste Karte. Boba ist auf Platz 2. Auf Platz 3 ist die Han Solo Carbonit Karte. Das sind so meine Top 3 Karten. Wie gesagt, schaut euch unbedingt auch das Video an zu meinen Top 10 Karten. Gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Hattet ihr sie damals? Fandet ihr sie auch geil? Und genau, einfach ein kurzes Showcase-Video. An der Stelle vielen Dank fürs Anschauen. Und natürlich wie immer, möge die Macht mit euch sein.